Zehnter Gang regiert. Muru. Ascanias, die haben einfach einen geilen Kampf. Maurice, wo bleibst du? Ja, ich bin aber statt 10 mit 110 Radier. Alles gut. Dann weitermachen. Habt ihr eigentlich das gleiche Ziel oder nicht? Nein. Nee. Sondern? Unterschiedliche Städte. Ihr müsst jetzt mal eben abbremsen. Oh, was soll abbremsen? Mal ein bisschen. Also mal so, dass ich schon mal alle ran von hinten, jetzt mal noch den Marcel. Hoffentlich siehst du auch mich, was sonst. Wenn du ja, ich seh dich, natürlich seh ich dich mal. Wenn du Adrian siehst, siehst du mich schon lange, Alter. Nee. Und dann hab ich dich hier, ich kann's mich noch nicht erkennen. Ich fahr ohne. Nee, hey, dann bist du. Dann hab ich dich erst, Marcel. Dann hab ich Adrian noch gar nicht auf dem geradeaus, Bildschirm. Geradeaus? Geradeaus? Ja, geradeaus, geradeaus. Adrian brettert halt voraus, ne? Fahr, gib Gummi los! Fahr so 100. Ich hab nur noch 10 Gänge. wenn du jetzt auf Falle die Eisen sitzt. Wenn du jetzt 6 magst, dann bin ich richtig im Arsch. Mark auf 3 Bremsen, 1. 2. 3. Ja, da hab ich wenigstens mal aufgeschlossen zu euch. Ja, ey, Adrian? Ja, ich bremse schon. Tanken irgendwie? Nö, ne? Ah, wir kommen gerade von der Tankstelle. Ich wollte gerade sagen, wir werden nicht mal Pause machen. Maurice, wohin? Ey. Bro, die Motorfehlfunktion. Ah, weiter geht's. Mark ist an der Front. Ey, du Spacken! Lass mich in Ruhe! Ihr fahrt alle so langsam heute, was ist los mit euch? Ja, echt, ey. Mann, gib doch mal Gas. Hab nur noch 10 Gänge. Selbstschuld. Ja, genau. Maurice, wie viel Kilometer? 60, 65. Du musst ja bald abfahren. Ich hab 292, es wird immer mehr. Ja, wir müssen gleich. Wenn du links musst, muss ich rechts praktisch. Bin abgeschleppt. Wohin? Ich hoffe, ich sterbe im Gleichen. Wohin? Ja, ich lass mich gerade abschleppen. Oh man, jetzt hängt's. Spiel. Nein. Da waren es nur noch 3. Nein, es hängt. Maurice, ja, geradeaus? Hängt. Ja. Maurice, es hängt. Ja, selbst schuld. Muss ich ihn nicht abschleppen lassen. Wenn du vorhin mir nicht zu nah aufgefahren wärst, hättest du den Schaden nicht, aber hättest du jetzt auch nicht abschleppen müssen. Ich hab nur gebremst, weil es du hast bremsen musste. So ein Auto, Alter. Ich hab gedacht, ach du Scheiße, bremst oder bremst denn oder stirb. Verreck, wisst es. Okay, ich bin gleich wieder da, ich muss kurz austimen. User disconnected from your channel. Er weiß, dass du nicht wieder hier reinkommst? Aha, schuld. Ja, ich bleib mit dem Handy. So, da ja, vorne ich... rechts runter. Ja, ich. Boah, Entschuldigung. Ich muss jetzt hier mal gerade Multitasking machen. Ich merk's. Fahr mal auf einer Spur, bitte. Bitte nutz nicht gleich 3. Also entscheid dich jetzt, auf welche Spur du fahren willst. Weiß ich nicht. Also, ich überhole dich jetzt gerade noch so ein bisschen. Boah, Entschuldigung. Wir müssen hier runter. User joined your channel. Hallo Christian. Hallo, ich bin jetzt am Auf. Jo, wir nehmen noch ein bisschen, wir nehmen noch ein bisschen weiter auf. Die letzten Kilometer. User was moved to your channel. Okay, vergeben. Ja, ich mach's, ja. Christian. Ja. Du bist VIP, gib mal Marcel bitte Talk Power. Ne, hat er. Ne. Gib ihm mal bitte Talk Power. Ich kann grad nicht. Rechtsklick und dann Talk Power vergeben irgendwo in der Mitte steht. Das müsstest du. Boah, Vorsicht, da kommt noch einer. Das müsstest du können. Hoffe ich. Servergruppe setzen, ne? Nein, nicht Servergruppe setzen, sondern einfach nur Talk Power vergeben. Steht da drüber. Marcel, wir machen sofort, wir arbeiten dran. Wenn nicht, ich bin. Jetzt, ich hab aussehen auf den Maurice geklickt. Ups. Marcel? Ja, alles gut. Danke. Das ist schön, wenn man. Das ist auch schön, wenn man auch mal VIPs hier sitzen hat. Ja, aber ich komme jetzt nicht mehr rein, okay? Gut. Ich lasse euch die Strecke voll selber fahren. Tut mir leid. Das ist jetzt erstmal zur Werkstatt. Bevor ich wir noch auch. 18% ja. Schaden durch so einen Vollidioten da.
namens Mark. Marcel. Ich hab nichts gemacht. Nein, nein. Das heißt, ab jetzt fahre ich vor, wenn ihr alle da seid. Ja. Wer ist ich? Ich. Meint Mark. Okay. Was denn? Mark meint ich. Also, macht's noch schön und dann, ich bin morgen. Jo, bis denn. Ja, bis morgen. Adios. User disconnected from your channel. Zu kurz. Wie zu kurz. 70.000. Also ich hab noch 335 Kilometer bis Abgabeort. Ja, dann machen wir das doch und dann hören wir aber auf, denke ich. Du hast noch 1000. 335, habe ich gesagt. Ja, das schafft das. Machen wir, das machen wir jetzt auch bei, und dann hat sie die Kiste. Ey, ich hab 1000 irgendwas verstanden. Ich bin schon wieder unterwegs, Leute, also. Aber oh, wir kommen, ja. Oh, das geht jetzt relativ zügig, also. Ja. Und danach ist nur noch Adrian dran und dann ist Feierabend. Ja, das ist dann in, warte. Die 488 Kilometer. Das sind 100 Kilometer mehr als ich habe aktuell. Das mal die Folge noch und die nächste und dann fülle ich auf hier mit aufnehmen. Ja, das müsste auch so ganz grob passen. Ich habe vorhin geguckt, es waren 8, jetzt sind wir 3 dazu, 11. Ja, ich werde die eh alle durchkodieren und dann müssen wir halt gucken, weil ich die von meiner Datenbank gerne hätte. Nächsten Links. Ah, ist das schön, dass Marcel nicht mehr dabei ist. Herrlich, diese Stille und kann ich immer auf ein bisschen her und fährt immer mit Karre rein. Ne, Marcel? Ja. Ist Christian gerade eigentlich eigenständig in den Aufnahmechannel gejoint? Jo, ist ja, er. Komm schon, ne? Hätte ich gar nicht gewundert, dass er das macht. Also, natürlich ist es jetzt nicht verboten, aber ich hätte es ihm nicht zugetraut. Ja, du bist immer sowas. Genau, also, ja, gut, das ist, ja, ist das einzige, was so ein stilles Ässchen, oder wie? Ja. Echt? Naja, still ist er nicht, aber ich hätte damit einfach nicht gerechnet, dass der jetzt noch in den Channel reinjoint und ja. Tschüss sagt. Nächste rechts. Warte, ziehen wir auch noch rein. Ich bin dann erstmal raus, Jungs. Jo, bis morgen. Auf Nimmerwiedersehen, hoffentlich. Oha. Marcel, du legst echt drauf an. Nein! Nein, ich soll nur Spaß, mein Gott! Nein! Ist schon okay! Hey, nein! Okay, will ja aber nur loswerden, mein Gott, wer will ich doch gar nicht. Nein, komm runter, ganz ehrlich, ja. Ey, komm morgen zu dir, dann gegen eins, der andere Pipe, okay? Ja, ich zieh den kürzeren. Obwohl, nee, ich zieh ja bei dir den kürzeren. Dieser Witz ist einfach nur scheiße. Ich fand den gut. Ja, aber du hast so gut findest, Marc. Ja. Vielleicht ich auch gar nichts bei dir. Also, man sieht sich. Jo, oh. Man sieht sich. Ciao. Ciao. Ade. Maurice, denkst du wohl, dass das klappt? Ja, was so alles klappt. User disconnected from your channel. Ah, ich hab 3 Meter gut gemacht. Adrian, ja. Du machst nur, also du machst jetzt nur OMSI-Videos oder wie? Oder auch generell, wenn überhaupt Let's Plays OMSI, ja. Achso. Ja, ach, mein Kollege, ne? Und jetzt mal Ausnahme ETS. Nächste links. Nächste rechts, Entschuldigung. Ach, er spielt noch eine Runde Rainbow. Wollte gerade sagen. Läuft bei ihm. Ich hätte es auch schon längst spielen können, hätte ich meine neue Festplatte schon. Ah ja, wie sieht's da eigentlich aus? Immer noch nix? Also, meine Mutter hat, keine Ahnung, Mittwoch oder so mit Amazon geschrieben. Die haben auch schon geantwortet, dass wir bis heute, einschließlich heute, warten müssen. Auf eine Antwort vom Unternehmen. Achso. Ich weiß ja, ich habe meine Mutter jetzt noch nicht gefragt, weil die Kira noch Fußball und so weiter, haben wir jetzt noch nicht darüber Achso. gesprochen. Werde ich morgen mal in Angriff nehmen. Oder also meinst du bei deine Blagschwester? Ja, weil die war noch beim Fußball und das... Wir nehmen jetzt auch schon ganze Zeit auf, das heißt, da hätte sich jetzt. Ja. Da
Hätte ich bisher noch nicht. Ja, es ist natürlich scheiße, dass sie kaputt ist und dann zurückschickst. Aber so warst du bei meinem Handy genau das gleiche, Marc. Ja. Aber es ist halt nur ärgerlich. Ich hätte schon neu installiert und alles eingerichtet gehabt und hätte ich auch mit Alex schon das neue Rainbow Six Projekt gestartet und hin und her. Aber nein, es ist Katastrophe. Ja, er hat ja mit Alex gesprochen. Er hat gesagt, ja, 3 Wochen warten, dann können wir mal drüber reden. Über GTA. Weil er jetzt die mündlichen Prüfungen hat, also. Ja, ich weiß, deswegen passt das auch noch einigermaßen. Ich habe ihm so auch geschrieben, dass meine Festplatte jetzt immer noch keine Erweiterung bietet, also dass sich da immer noch nichts getan hat. Und deswegen muss ich jetzt einfach mal warten, bis da was passiert. Ich hoffe, da passiert so langsam mal was. Denn ich möchte gerne auch mal irgendwann alles mal neu installieren. Und das dauert ja auch halt auch mal ein paar Tage wahrscheinlich bei mir. Ja, gerade was Steam so angeht, ne? Vor allen Dingen, ich werde jetzt erstmal den ganzen Grundstock legen, das heißt, alles was wir an Aufnahmeprojekten haben, muss ich erstmal installieren, vorsichtig Bremse. Werde ich erstmal installieren müssen, was wir halt immer zum Aufnehmen brauchen, das heißt Schneide, Codierprogramme wieder, Aufnahmeprogramme, LS, ETS, ATS, OMSI. Los Retarder an. Ich nicht, Adrian. Nee, ich bin hinter dir. Ich habe keinen Retarder an. Ach, du bremst. Ich bremse nicht. Wie sieht das bei mir so aus, also vom Bremslicht her? Also ich habe jetzt... Ich bremse gar. Oh, jetzt wird's gucken. Jetzt wird's lustig. Entweder ist dein Licht so hell oder. Ja. Ich bin einfach so heiß und hell und das ja. Einmal, einfach nein. Ja, und das ist dann halt. Und danach kommt halt dann alles weitere. Vor allem, ich habe ja auch noch das Problem, dass ich jetzt auch noch die Legend-Fahrt nächste Woche Freitag habe. Das muss ich auch noch. Nächste Woche wird sowieso richtig lustig bei mir. Oder was heißt jetzt nicht vorbereiten? Ich habe zum größten Teil schon alles fertig gemacht. Ich werde aber vorher noch anfragen müssen, wie viele Anmeldungen vorher schon gekommen sind. Da muss ich wahrscheinlich am Wochenende nochmal, mal Sonntag mal vorbeischauen, ob es da welche Bekanntgaben gibt. Weil aktuell habe ich 6 oder 8 Routen schon komplett geplant, aber auf Tattoo ist noch nicht allzu viel mehr möglich. Soll ich mal sagen, ist ja nur 2 Linien. Da wollte ich gerade sagen, da kriege ich 3. Hattest du etwa eine Leitstelle oder was? Ich bin, hab meine erste Probeleitstelle auf omsi-leitstelle.de da wirst du mich mal öfter sehen. Am 26. auf Tettau. Ja, und dann entscheidet. Freitag. Genau, das ist Freitagabend, da bin ich dann halt hauptsächlich. Ich komme halt aktuell nicht dazu, weil eigentlich hätte ich heute Abend noch alles anderes aufgenommen, jetzt nehme ich das auf und läuft bei mir. Und es ist halt, wir hatten jetzt, letztes Wochenende hatten wir eine Dispo-Besprechung. Da gab es schon richtig geile Sachen, die in Planung sind. Ja. Es wird im Juli eine 24-Stunden-Leitstellenfahrt geben. Oh. Ich muss mal kurz auf den Plan, weil der hat jetzt gerade die Kurve kurz fahren, dann gucke ich mal kurz auf den Kalender. Dann kann ich dir sogar schon erste Termine sagen, die aktuell noch nicht bestätigt sind und auch noch in der Planung sind. Das müsste, wenn der 15. oder 22. Oder wenn es ganz schlecht kommt, kann es auch der 8. werden. Das wissen wir noch nicht, weil es da wohl mehrere Geburtstage gibt und auch irgendwas mit die Leitstelle hat irgendwie einen runden Geburtstag auch noch dabei. Dann werden noch ganze Keys verlost und die müssen noch besorgt werden. Vorsicht, rechts, links abgeben. Natürlich geil, so Gladbeck oder so, ne? Es werden halt nur noch Keys verlost, die müssen noch besorgt werden. Es ist aktuell Planung, dass alle Disponenten dass es einen Steam-Account geben wird, wo OMSI drauf ist und alle Add-ons für die Disponenten. Also wirklich mit. Praktisch. Natürlich dürfen wir dann natürlich nur offline spielen, weil sonst ist das nicht möglich. Das ist aber noch, weil das extrem teuer ist, wir sprechen die aktuell noch mit Aerosoft, dass die ganzen Keys bekommen, weil ich glaube, sonst ist das preislich eine komplette Lage und aktuell die haben dann in letzter Zeit einen guten Zuwachs an Disponenten bekommen. Ja. Muss man ja sagen, also es gibt aktuell noch einen zweiten Mark mit K, der dort ist, der ist genau gekommen wie ich, der hatte schon seine Dispo, der ist schon durch. Und ich habe dann halt jetzt noch durch, weil ich nicht mehr in den aktuellen Plan mit reinpasste, musste ich halt jetzt auf den neuen Plan, also auf diesen Monat warten. Und das wird dann halt nächstes Wochenende. Du wirst ja hier den Lumpi immer sehen.
Ja, den sehe ich auch. Wenn ich den sehe, ich würde den so direkt in die Fresse schlagen, ja. Das scheiße, wie er die Busse kritisiert. Der Typ geht echt geil. Wenn er früher noch antrappt, dann haue ich den direkt auch mit einer in die Fresse, schwöre ich dir. Weil die beiden zusammen geht echt gar nicht und alleine sind sie noch viel schlimmer. Was, Florian und Lumpi oder was? Ja. Ach, Adrian, hast du in der letzten Zeit Leitsteinfahrt gefahren? Ja. Wann das letzte Mal? 10. Letzte Woche oder vorletzte Woche war das. Gut, dann müsstest du ja schon mit dem. Mit der Dings gearbeitet haben. Mit der Talkpower-Anforderung. Ja. Gut, das wusste ich jetzt nicht, ob du da schon. Das wird getestet jetzt 2 bis 3 Monate. Es gab wohl Geburtstags-Livestream. Ach, Geburtstags-Livestream von irgendeinem Disponenten. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Marcel? Marvin? Irgendwas mit M war das, glaube ich. Und da, also ich war ja selbst dabei und auch noch, zwar, oder ich als Disponent, der einfach nur mitgefahren ist, dann als Hauptdisponent und noch zwei andere Leute. Und das war da halt so ein Chaos. Das wird dann dort umgeschwungen und dann Besprechung war es dann soweit, dass es dann ja fest gemacht wurde. Was ist eigentlich. Du machst die Dispo in Tetau. Ja, Tetau. Alter, haben sie dir einen richtig schweren Bock gegeben. Ganz ehrlich, ich hätte mich über eine Karte, wo mehr Linien sind, da hätte ich mich ja, ganz ehrlich mehr drüber. Gladbeck werden die nicht machen. Hätte ich mich mehr gefreut, weil hätte ich bedeutend mehr Auswahl. So wird das sein, dass ich viele Leute irgendwann auf die E-Linien werfen muss, weil ich halt keine andere Linie mehr frei habe. Ja, weil ich mir wieder 20 Mann sind oder so. Ich muss mal gucken, ich werde da Samstag mal.